Super. Und dann geht es ja auch schon wieder weiter mit der nächsten Reihe. Wir sacken natürlich immer wieder Kohle ein. Und die Steine sowieso. Und dann geht es hier wieder zurück. Und hier auch. Und hier auch. Und das war die letzte Spitzhacke. Ah, nein, war es noch nicht. Das ist ja immerhin gut, dass es noch nicht die letzte Spitzhacke war. So. Und dann geht es hier wieder runter und hier geht es wieder zurück. Was ich gerade am Überlegen bin, will ich eigentlich wirklich so ein quaderförmiges oder will ich vielleicht eigentlich eine Treppe machen? Das wäre eigentlich auch nicht so blöd. Aber was wir auch wissen müssen, ist halt, dass wir irgendwann mal dann diese ganze Baustelle. Genau, hau du mal ab. Was ich übrigens interessant finde, es gibt hier wahnsinnig viele Viecher, aber keine Schafe. Ich sehe hier gerade wirklich keine Schafe. So, oh, es ist wieder Zeit zu gehen. Dann gehen wir doch mal wieder. So, und ich hoffe, wir haben dann vielleicht auch wieder ein bisschen genug. Ein bisschen genug. Ja, ich würde hier hinten eigentlich auch mal ganz gerne schauen wollen. Nee. Weiter geht es nicht. Okay. Dann würde ich mal ins Bettchen gehen. Ja. Und mich über den nächsten Tag freuen. So, und dann würden wir mal wieder ein bisschen an der Mauer weiterbauen. Hier war's. Zack, zack und zack. Zack, und dann würde ich euch beide mal vorbeilassen. Und zack und zack. Und zack und zack. Zack, zack und zack. Und batsch. So, und das müsste dann ja passen. Der hier müsste dann eigentlich auch niedriger sein. Aber das ist jetzt für den Anfang gerade mal egal. Da würde ich hier eigentlich einfach mal sagen. So. Und da unten ist immer noch ein Creeper. Jeepers Creepers. So, wunderbar. Wir pflastern da auf jeden Fall mal tonnenweise Steine hin. Und pflastern die auch wieder zurück. Und haben im Inventar hoffentlich noch ein. Nein, das wäre Andesit. Ich will aber Kopfsteinpflaster dafür. Und hier. Und dann geht's auch schon wieder zurück. Und nochmal zurück. Und wieder ins Inventar gegriffen. So, das Bettchen
Wenn ich auf die Baustelle gehe, dann trage ich auch immer erstmal ein Bettchen mit mir rum. Wer immer weiß ja nie, ob nicht plötzlich vielleicht die Nacht hereinbricht oder sowas. So, okay. Und das wäre dann quasi der Punkt, wo wir sagen, juhu, haben wir geschafft. Aber bevor wir hier weitermachen, falle ich vielleicht mal darunter. Zack, zack, zack. Und dann würde ich darüber an das Eck gehen und da noch den Punkt setzen, genau wie auf die andere Seite. So, zack, zack, zack. Kannst du dann machen. Ach ja, ich hatte ja einen Hundi. Ich hatte ja eigentlich mehrere Hundis. Nicht nur einen. Gut, und dann würden wir hier einfach wieder weitermachen. Und Stein für Stein an die Mauer setzen. So, und dann den ganzen Spaß wieder zurück. Ja, kann man ruhig machen. Ich brauche eh ein paar Durchgänge von außen nach innen. Kann man da jetzt schon wieder? Ich finde es so irre, wie sich die Viecher in dem Ding tummeln. Also, für mich persönlich könnte es ein bisschen kleinere Tierrate sein. Es sind mir persönlich ein bisschen zu viele. So, so, so. 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 So, 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 so. Und die nächsten. Zack, zack, zack. 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 Zack, zack. Zack, 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 tack, tack, tack und so weiter. Also ihr seht ja, wie das läuft hier. Dann machen wir dann einfach lauter so lustige Sachen wie Steine kloppen und so. Und dann kriegen wir da auf jeden Fall eine hübsche Mauer hin. Scheiße. Ich meine suboptimal. Zack, zack, zack. Und habe ich noch Andesit und Andesit. Nein, das war's. Okay, einen können wir noch mitnehmen. So, und dann würde ich die beiden mal dahin tun und dann würde ich doch mal sagen 6, 5. Und den kann man ja dahin setzen. So, und dann wärst du einmal. Und zweimal. Dum-da-dum-da-dum. Wir platzieren jetzt auf jeden Fall halt mal so ein paar Fackeln. So vielleicht nicht, aber so. So, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine gewisse Ausleuchte. Und den einen Stein, den ich da jetzt noch habe, den würde ich jetzt aber gar nicht groß weiter dahin tun. So, wir waren hier jetzt eigentlich auch schon wieder durch. So, das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall eine Axt in die Hand nehmen, weil wir jetzt wieder Bäume
opfern müssen. Für unsere Umweltverbrechen. So. Und dann gehen wir hier. Und wir haben keine Schaufel. Ah doch, wir haben noch eine. Ah, das ist gut. Das ist gut. Dann würde ich hier einfach wirklich da durchgehen. Und dann geht es wirklich von hier aus komplett zurück. Und dann von hier aus auch nochmal komplett zurück. Und dann können wir mit der Spitzhacke wieder anfangen. So gut wie. Fast zumindest. So. Und dann können wir wieder mit der Spitzhacke anfangen. Machen wir das mal so. Machen wir das mal so. Machen wir das mal so. So. Und dann ist es halt nicht mehr die 4, sondern die 5. Ich hoffe, das kriege ich auf die Kette. Und dann ziehen wir uns halt wieder so ein paar Felsen. So. Gut, und dann heben wir halt hier einfach weiterhin den Blödsinn aus. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Aber ich habe ja noch Gezuppel. So, nehme ich dich und, okay, Andesit klappt da nicht, dann brauche ich wirklich dich, eins, zwei, drei und vier, ein Schwert würde ich dahin packen. Die Erde würde ich dahin tun. Und dann können wir dich einsammeln. Und dann hoffe ich mal, dass wieder kein Creeper da ist, der mich in die Luft jagen möchte. Gut. Dann ziehen wir hier auf jeden Fall noch das Zeug weg. Stehen ein bisschen im Regen. Macht uns aber nicht verlegen. Wir sind verwegen. So. Auf jeden Fall gewittert und donnert es ganz heftig. Und deswegen düsen wir wieder darunter. Kommt bei dem Wetter, kommen da auch Monstren zum Vorschein? Das kann sein, oder? Es sieht mir auf jeden Fall sehr dunkel aus. Deswegen würde ich eigentlich fast ins Bettchen hüpfen. Wunderbar. Okay, den Zombie hätte ich. Dann müssen wir dann auf jeden Fall auch den Hof ganz schön ausleuchten. Gute Nacht. Müssen wir den Hof auf jeden Fall ausleuchten. Wenn wir verhindern wollen, dass da in unserem Innenhof immer Zombies spawnen. So. Gut, jedenfalls ziehen wir die Nummer hier halt weiterhin durch.
und hauen den Stein hier weg und schauen ganz treu doof in die Augen der Schweinchen.